Hallo liebe Ember Moon Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Ember Moon am Ember Montag mit Tomaniac. Und wir stehen vor der Gruft in New Lake und wir haben neulich vom Baron den Schlüssel bekommen und hoffen, dass wir jetzt ein paar Viecher umhauen können. Das kleine Problem ist nur, wir haben kaum Heiltränke und wir haben kaum Spruch wieder auffüllen. Tränke, upsala. Und gehen ja jetzt einfach mal rein und hoffen, dass wir jetzt nicht zu arg einen auf den Sack kriegen, weil wenn wir doch Probleme haben, dann müssen wir tatsächlich den Ort hier verlassen und müssen nach Burnville zurück, um uns da auszurüsten. Das wäre aber blöd, weil das ist ein ziemlich weiter Weg und so. Ja, hoffen wir, dass wir auch so irgendwie klarkommen. Also hinein, beziehungsweise Tür auf. Ich glaube, Egil hatte den Schlüssel, komischerweise, ja. Wie, der Gegenstand bewirkt hier nichts. Hä? Das ist doch der Gruftschlüssel. Wir stehen vor der Gruft. Hallo? Ach so, musst du mal was machen. Tür ist auf. Aha, so sieht das hier drinnen aus. Jetzt sind wir drin. Gruft von New Lake. Oh Mann, das wird spannend. Hier liegen ein paar Schädel. Gucken wir uns hier erstmal um. In der Vorhalle. In der Vorhölle. Von da sind wir gekommen, offensichtlich, oder? Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sind die Treppen zur Gruft runtergestiegen. Und hier in der Mitte ist eine Statue. Auf dem Sockel könnt ihr die Runen erkennen. Ja. Da müssen wir doch mal wieder unsere Runentabelle bemühen. Was könnte das heißen? Ja, erstmal sollte man sie richtig rumhalten. Also, das könnte sein ein B. Ach, das heißt Bala. Ahaha, okay. Ja, okay, Bala. Oder ist das ein G gewesen? Dann wird es Gala heißen, das wird ja viel mehr Sinn machen. Mal gucken. Nee, ein G ist es definitiv nicht. Ja, gut. Okay, also. Es gibt nur eine Tür. Sieht die Karte sonst irgendwie verdächtig aus? Nein, das war nicht. Ich ahne, es gibt gleich einen Fight. Es würde mich nicht wundern, wenn... Ja. What the fuck? Was ist denn hier los? Ach, du große Scheiße. Haben wir irgendwas dafür in petto? Zerstöre Untote. Na, guck mal, da können wir eine ganze Reihe auflösen. Duck. Möglicherweise hauen gleich einige Leute ins Leere. Waldin hat dem nicht viel entgegenzusetzen. Kann ja mal auf irgendeinen schießen. Wir haben zwar irgendwo noch so ein Horn. Ich hoffe einfach, dass sie da hinten nicht in der Lage sind, sich zu bewegen. Erdbeben trifft automatisch alle Feinde. Dann wollen wir mal schauen, was passiert. Jetzt bebt hier die Erde. Hm.
Ja, so richtig fett haut das nicht rein. Aber einen hat's erwischt. Zwei. Zerstöre Untote. Zoom. Not bad. Irritation. Scheiße, wer ist irritiert? Okay, wir können jetzt erstmal vorrücken. Das Problem ist nur, ich bin da hinten in der. Das macht nichts. Noch weiter vor können wir nicht rücken, aber zerstöre Untote gefällt mir. In diese Reihe bitte. Egil. So, Selena. Nee, kann ja keine Wurfsichel nutzen. Macht erstmal nix. Tomaniac auch erstmal nicht. Aber Valdin kann hier auf den schießen. Melvin hält sich erstmal zurück. Ja, Tomaniac geht einfach erstmal in. Was kann ich eigentlich? Magisches Schild. Hast. Auf Egil. Ja, mal gucken, ob das klappt. So, dann räumen mal die hintere Reihe weg. Zuff. Die haben ja gar nichts ausgehalten. Ich glaube, ich habe mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Nachdem der Kampf vorüber ist, durchsucht ihr, was von euren Gegnern zurückgelassen wurde. Gib mir all your money. Money, money, money. Pfeile? Ja, es ist ja alles vernüht. Exit. Ey, Sama. Nun gut, ihr habt es so gewollt. Scheiße ist, dass meine Kampfaufstellung gerade ein bisschen ungünstig steht, hä? Wobei diesmal können wir hier das so machen. Sabine kann die Untoten von hinten weghauen. Da. Und Nelvin kümmert sich um die zweite Reihe, wobei ich glaube, Donnerschlag ist fast ein bisschen zu viel, hä? Erdrutsch. Das gibt einen Erdrutsch-Sieg. Hoffe ich. So, jeder ist beschäftigt. Okay, reingehauen. Schlägt fehl. Duck, duck. Ja, dann räumen wir mal von hinten auf, ne? Geil. Tuff. Habe ich jetzt etwa auch zwei Runden pro Dings? Ey, hört mit dem Scheiß Irritationszauber auf. Ich habe leider nicht mehr so viel. Oh, der eine ist hier so nah, das gefällt mir nicht. Schießen! Warte mal, hatte Nelvin eigentlich eine. Ja, hat er, der hat doch die Wurfsichel. Das habe ich ganz vergessen. Daneben, Scheiße. Na, ja, dann räum mal den Rest weg. So. Tuff. Jetzt haben wir nur noch einen. Und der kriegt jetzt sowas von auf die Fresse. Du wirst dir wünschen, nicht in der Reihe gestanden zu haben, Freundchen. So, der Rest verhält sich ruhig. Beziehungsweise, nee, Nelvin kann ja auch drauf schießen. So. Tomenik ist außer Reichweite. So. Mit Pfeilen gespickt. Jo. Das Problem ist, wir haben gleich nichts mehr. Wir könnten natürlich rasten. Ansonsten schnetzeln wir uns hier einfach durch. Ich speichere das mal ab. Und wir nennen das New Lake Gruft. Tudu. Jo. Und wir gehen mal weiter. Haben wir es jetzt hier immer mit solchen Massen zu tun?
Ist ja schon happig, ja? Echt, kaum setzt den Fuß durch die Tür, wirst du hier umgehauen. Richtung Westen. Da ist ein Sarg. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Muss das sein? Okay, ihr habt's ja so gewollt. Das reicht wahrscheinlich schon. Der Rest haut hier einfach so drauf. Selena hält sich diesmal zurück. Wir wollen mal gucken, wie es diesmal klappt. Und wenn mehrere in einer Reihe stehen, dann versuchen wir es nochmal mit dem Untote-Auflösen-Gedöns. Ja, das haut schon nicht schlecht. Das knallt schon. Guck mal, die kommen kaum durch. Was durchkommt, das sind diese blöden Zaubersprüche. Das gefällt mir nicht. Okay, nee, noch mehr aufrücken können wir nicht. Dann wollen wir erstmal... Ja, da kannst du noch nichts machen. Wollen wir erstmal den mit Pfeilen spicken. Ja, der Rest... ist wahrscheinlich gar nicht der Rede wert. Ja, warte mal, ein Dreckschleuder ist nur auf dem Einzelnen. Steinschlag ist auch nur auf dem Einzelnen. Ja, nehmen wir nochmal, nehmen wir Erdrutsch. So, ich hoffe, die kommen nicht näher groß. Das passt hoffentlich genau. Ja, räum mal auf da. Ist gut. Wenigstens haben die Viecher ein bisschen Geld bei sich. Und Irritation ist nach Ende des Kampfes weg. Ja, das ist alles nicht der Rede wert hier, was hier rumläuft. Speichern wir das mal ab. Bis jetzt keine so große Herausforderung. Es ist halt die Menge, gegen die man da an muss. Und uns gehen langsam die Zaubersprüche aus. Ich hoffe einfach, warte mal, da war doch, wir haben doch an einem Sarg gestanden hier, so, ne? Jawohl. Den wollten wir uns mal genauer angucken. Gucken, was wir da finden. Ein lautes Quietschen stört die Ruhe der Gruft, als ihr den Deckel des Sarges anhebt. Doch im Sarg befinden sich nur Knochen und Staub. Müd also. Okay. Und sonst so? Da drüben ist noch einer. Kiek mal rein. Also auch nichts Spezielles. Wie sieht es hier auf der Karte aus? Bin ich von da gekommen oder noch nicht? Nee, da war ich noch nicht. Okay, gucken wir uns den mal an. Auch nur Staub. In den Staub. Und da waren wir noch nicht, oder? Nee, da waren wir auch noch nicht. Okay. Oh, wow. Paradering. Und richtig fettes Geld. Paradering. Cool, das klingt gut. Zielbrosche. Das klingt ja alles richtig gut. Und magische Wurfaxt. Das sind so Sachen, die müssen wir gleich mal genauer inspizieren. Ich hoffe, wir haben jetzt kein Übergewicht. Nee, sauber. Das speichern wir erstmal ab. So, jetzt wollen wir uns die Sachen aber mal ganz genau angucken, ne? Die sind ja schon identifiziert.
Oder? Warte mal, das ist ja nur eine ganz normale Kampfaxt. Die kannst du doch wahrscheinlich wegwerfen. Die habe ich, glaube ich, nur gehabt, weil für den Fall, dass mir meine Waffe zerbröselt. Igil. Paradering, guck mal drauf. Schutz plus 5. Okay, das klingt gut. Dann zieh den doch direkt mal an. So. Und dann haben wir die magische Wurfaxt. Schaden plus 25. Wow. Dieb kann die nutzen. Hier. Wenn sie denn genug Dings, die Wurfsichel kannst du Nelvin geben. Sie ist wahrscheinlich mit dem Gold überfüllt. Hier die kaputte Wurfsichel kannst du wegschmeißen. So. Ja, aber das, das Schattenleder, na, der Kurzbogen schmeiß weg. 14. Was wiegt denn die Axt? Na. 1,2 Kilo. Das heißt, du musst hier noch ein bisschen was loswerden. Ein bisschen Gold wahrscheinlich. Ich hoffe, das kann irgendjemand noch nehmen. Ja. So. Und ich hoffe, du hast jetzt Platz. Ich denke schon. Ja. Damit könnte sie sich wahrscheinlich ausrüsten, ne? Und dann hatten wir doch noch irgendwas. Wir hatten noch drei Sachen, oder? Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Gut, die Wurfsichel hat jetzt er. Da, die Zielbrosche. Also es ist auf jeden Fall irgendwie noch nicht identifiziert. Aber das heißt wahrscheinlich, warte mal, gucken mal. Geschick 79. Ah. Guck mal hier irgendwo so Richtung Geschick. Genau, wenn du das Ding anlegst. Da, Attacke. Ah, das setzt die Attacke nach oben. Das heißt, da sitzt jeder Treffer. Wie viel mag das wohl bringen? Wer könnte die noch brauchen? Selena hat momentan eine Attacke von 50. Warte mal. Tomeniek hat 80-80. Igil hat 95. Selena hat 50. Fünfzig hat sie jetzt. Ah, die kann nur eine Brosche tragen. Wenn Tomeniek das anhat. Boah, das haut ja voll rein, die Zielbrosche. Das heißt, so sitzt jede Attacke. Und Igil trifft sowieso fast immer. Wie geil ist das denn? Das gefällt mir außerordentlich gut.